Die Sanierung der Friedensschule in Schwerin beginnt früher als gedacht, nämlich bereits in diesem Sommer. Durch einen möglichst frühen Baubeginn soll sichergestellt werden, dass die Fertigstellung und Endabrechnung der Fördermittel fristgerecht bis Ende 2026 gesichert ist. So Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier in einer Pressemitteilung. Ermöglicht wird der frühzeitige Baubeginn durch einen neuen Ausweichstandort. Statt das Schulgebäude in der André-Sacharow-Straße auf dem großen Dresch zu nutzen, werden die alten Bauwerke der John-Brinkmann-Schule und der Kita Gänseblümchen verwendet. Diese Gebäude befinden sich in der Weststadt. Die Klassenstufen werden für die Dauer der Sanierung auf die zwei Gebäude aufgeteilt.